Moin. Erstmal alles einreißen. Ich muss hier rüber. Ja, super. Hat gut funktioniert. Hoch mit dir. So. Ich muss hier rüber. Ja. Hier durch das Tor. Ich glaube, das Spinnenwesen sind hier drin. Wie jetzt wirklich alles auf mich losgeht, das ist nicht geil. Lieber so ein paar kleine Zombie-Hexen wie so ein, ja, Zabrak. Und weg mit dir. Bin ich ja schon fast wieder da, aber warum leckt das auf Darth von mir so? Da frage ich mich immer noch, warum das so laggt. So, und rüber da. Was zum... Oh nein! Oh nein, ich weiß ganz genau, was das wieder für Küche sind. Ich weiß ganz genau, was das für Typen sind. Was? Fang mich doch! Aua! Aua! Wow! Na gut, nur noch hier bei. Anti besiegt. Als ob den sein Jetpack ausgegangen ist. Aua. Hilfe bitte. Das geht schlimmeres. Komm her. Weg mit dem Arm. Weg damit. Tschüss. Klingenmeister Trophäe. Kopfgelddruide der Hoxigenbrut. Abschaum. Und was auch immer, noch ein Trophäe bekommen. Ich bekomme gerade ganz schön viele Trophäen. Schau mal, diese Kopfgeldjäger. Mein Gott, warum dürfen die hier sein? Und ich nicht. Oh nö, wenn ich jetzt. Wenn's ich. Miese Story. Na gut, dann schreiten wir durch das Tor. Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen? Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Mich euch zu stellen. Erinnerungen, die mich seit Bracca verfolgen. Ich fliehe nicht länger vor ihnen. Dann lass uns sehen, welche Art von Tod dein Mut bringt. Warum muss ich Gegner einen Meister fighten? Was ist denn das für ein Witz? Beeindruckend. Aber ist Kraft die Antwort? Nein. Meister. Ich werde nie vergessen. Der Verlust ist jetzt ein Teil von mir. Ich werde eure Lehren erhalten.
und euer Opfer ehren. Und vergiss nicht, Beharrlichkeit tötet den Pfad. Wow. Gut, machen wir mit euch zwei kurzen Prozess. Was willst denn du, Kollege Pommesbude? Er musste gar hinschauen, Bro. Wollt ihr nochmal schießen, kleiner Freund? Nein? Okay, gut, dann kann ich ja weitergehen. Echo wahrnehmen. Wir sollten nicht hier sein. Der Ort ist verflucht. Hab keine Angst. Wir haben einen Plan. Du wolltest nicht deinen Plan hierher. Ah ja. Na, dann bin ich mal gespannt, wo mich dieser Tempel hier hinführt. Ich halte diesen Tempel hier nicht für gut. Moin! Augen aufmachen, mein Freund. Meine toten Schwestern. Dieser Mann hat uns Vergeltung versprochen, unter der Bedingung, dass ich ihn unsere Magie lehre. Verzeiht mir. Ich muss zu Malikos halten. Aha. Das war an der Vasen kaputt laufen. Was will ich jetzt hier? Was kann ich jetzt hier? Kann ich irgendwas machen? Irgendwas Sinnvolles? Vorne ist ein Tor. Oder ein Durchgang. Dann bewege ich meinen fetten Arsch da durch. So, tue ich da. Du kehrst also zurück. Mutig. Aber nicht weise. Ja, vielleicht. Mary, richtig? Ich bin Cal Kestis. Was dir über die Jedi erzählt wurde, war falsch. Das sagst du, Cal. Malikos hat auch viel gesagt. Terran Malikos hat zu meinem Orden gehört, aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt, ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns. Und schlachtete mein Volk ab. Meine Schwestern. Bis ich ganz allein war. Mit den Toten. Dann kam Malikos. Und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat das einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden wir von hier. Dort liegt dein Ziel.
Noch kannst du gehen. Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Und welche? Unschuldige. Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. So wie wir. Mein Freund, der Erwerb neuen Wissens hat mich nie abgeschreckt. Okay. Da ist Malikos. Ja, und da will ich aber noch nicht hin, oder? So, müssen wir da hin? Ja, ist ab hier ist noch ein Seitengang. Ich würde gerne wissen, was da liegt. Na ja, gut. Ein Echo liegt da. Oder nehmen wir das noch mit? Hier ist was Furchtbares geschehen. Ein Massaker. Mord an den eigenen Leuten. Für versprochene Macht. Oh, dann gehen wir jetzt mal zu dem sogenannten Malikos. Das ist versteinerte Leute oder Pulverleute, man weiß es nicht. Kerkestis. Malikos? Willkommen daheim? Bist du hier, um zu trainieren? Was in diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich, dass du den Tod riskierst? Das könnte ich euch auch fragen. Dort schlummert Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Kerl. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen? Oh, du armer Narr. Es ist vorbei! Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Erstickt von der Tradition. Ertaubt durch unseren vergangenen Ruhm. Erblindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazulernen? Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Nein. Dann wird Datomir dein Grab sein. Ah, wusste ich's doch. Ich will auch nicht klingen, Alter. Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Hast du das, Malikos? Das glaube ich dir aber fast gar nicht. Wow! Ich habe gar keine Macht. Du bist nicht stark genug. Bin ich das? Komm schon! Was macht der mit seinem Lichtschwert, Bruder? Kann ich aber auch. Wenn ich die nötige Reichweite hätte, ne? Aua. Wow, chill doch, Alter. Dagegen kannst du nichts unternehmen. Das ist der gute sogenannte Block. Das ist der sogenannte Blocktreffer, mein Blockknacker. Es war falsch, dich an meiner Seite zu wählen. Stirb, Welpe! Ihr habt kein Recht auf Datomir. Kein Recht auf unsere Magie. Steh auf, Cal Kestis. Noch bist du nicht tot. Hi, die hilft mir jetzt, oder was? Fliegt ja einfach gerade noch statt. Junge, das ist der Blockbrecher. Du kannst dagegen nicht blocken, mein Freund. Du kannst dem Tod nicht ewig entgehen. Doppelblockbrecher. Ich lasse nicht zu, dass du mich niederschlägst. Nochmal Blockbrecher. Und nochmal. Die Attacke ist geil.
schon sagtet, Malikos, Datomir wird euer Grab sein. Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen, bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. Oha! Ich wusste, er führt nichts Gutes im Schilde. Trophäe. Alter, ich will hier zu viele Trophäen. Was willst du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium, das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Ich helfe dir, das Astrium zu finden. Dankeschön! Danke für die Hilfe mit Malikos. Dachte, ich wäre geliefert. Ja, so wär's gekommen. Sehr wahrscheinlich. Zum Glück kam's anders. Ich hab gern einen Verbündeten. Ja, ist eine schöne Sache. Gern geschehen, Cal. Sehr, sehr schön. Dieser Ort. Wir haben gerade noch geredet, warum die gerade noch. Achso, weil ich die Taste gedrückt habe zum Rennen, aber ich war noch zu nah dran. Holy shit. So sieht sie gefunden. Ah ja. Ist das das Abi? Scheint so. Wie komme ich da rüber? Ah, ich krieg eine Treppe gebaut. Gut. Wir haben es endlich gefunden. Ja. Es ist wahr. Marin, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein. Rückst du nicht in die Hand? Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Ja. Nach der Auslöschung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und was dann? Ein guter Freund sagte, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast auf ihn gehört. Nein. Aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Und jetzt bin ich hier. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich gehe mit dir. Wirklich? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ich will an deiner Seite kämpfen. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Ja. Ja, das stimmt wohl. Was denkst du, BD? Ich auch. Aber meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen. Tja, dann machen wir das. Nice. Gut, dass wir die mit dabei haben. Die war echt eine große Hilfe auf jeden Fall. Geil, geil, geil. Bauen wir unsere Crew nochmal aus. Die da einfach chillt, die Hexe. Die einfach chillt, Alter. Als wäre nichts gewesen. Warum sind da vorne jetzt so komische Bestien?
speichern wir. Mal. Hast du die vorhin auch angehoben? Ja. Ich wollte sehen, wie du mit Malikos fertig wirst. Als Prüfung? Glückwunsch. Du hast bestanden. Wo ist die? Ach, da oben. Was hat die angehoben? Keine Ahnung. Ich will nicht gegen die Viecher kämpfen, Alter.